Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Eigentlich die erste Sendung im Sommer von diesem Jahr. Wir sind, glaube ich, da ja noch nie draußen gewesen. Ja, ist jetzt plötzlich der Hochsommer gekommen. Also, das letzte Mal in der Monika war es kalt gewesen, 7, 8 Grad am Morgen. Also Klimaerwärmung. Und jetzt haben wir... Ja, der Sommer ist immer ein Klimaerwärmung. Also... Jetzt wird es schön, wird Sommer. Wie ist das bei Ihnen eigentlich? Stellen Sie sich ein bisschen auf die sommerlichen Zeiten ein? Ja. Also, man steht ja früher auf im Sommer. Man hat ja schon die Sommerzeit, oder? Und das Problem ist, mit der Sommerzeit ist es ja am Morgen später, also später hell, oder? Aber dann führt es abend länger. Ich bin ein Morgenmensch. Aber jetzt ist gut, die Sommerzeit so. Sie fängt ja zu früh an und hört spät auf, oder? Und dann ist immer am Morgen früh eine lange Nacht. Aber jetzt ist es gut, um 17:30 ist es hell und ich gehe immer am Morgen um 17:30 laufen. Oder machen schwimmen. Sie immer noch, oder? Gehen schwimmen, ja, das mache ich immer noch. Also was haben Sie jetzt heute jetzt Morgen gemacht? Zum Beispiel? Kann man gehen. Jetzt bin ich heute laufen, nicht schwimmen. Heute Morgen laufen. Jetzt sind Sie ja nicht mehr Strategiechef. Ja. Haben Sie ja mehr Zeit, oder? Ja, ich merke es deutlich. Es ist also nicht wegen der Strategie, aber alle die Sitzungen, die halt so ein Amt, wie wenn man im Leitenden Ausschuss ist, wo man jede Woche macht man Telefonkonferenz, dann hat man Sitzungen, dann hat man das Geschäft, das man muss behandeln und so weiter. Das merke ich jetzt schon. Das habe ich Entlastung von den Sitzungen und muss jetzt einfach gut schauen, dass nicht alle wieder gleich noch zu mir kommen. Eben, das ist ja Gefahr, dass dann gleich alle am Schluss zu Ihnen kommen, oder? Dann muss ich also sehr konsequent sagen, hört, es sind jetzt andere verantwortlich, ihr seid es. Aber es ist auch Gefahr, dass man sie natürlich, Anführungsschlusszeichen, ein bisschen missbraucht, dass man um die Kommission herumgeht, ja, oder? Ja, natürlich, da muss man aufpassen. Das ist wie mit der Unternehmensführung. Das ist genau das Gleiche. Wenn Sie ein Unternehmen abgeben, als Unternehmer, wo Sie jahrelang ein Unternehmen geführt haben, Sie kennen alle Leute kennen Sie. Wenn Sie es einem Sohn oder der Tochter übergeben, in die Führung müssen sie raus. Raus. Sie können nicht drinnen bleiben. Auch noch in so Schlaumeierlösungen, die ich gesehen habe. Oder? Einer hat mal gesagt, ich kann es dem Sohn übergeben. Er ist jetzt der Chef der Geschäftsleitung. Ich sitze da hinten drin bei den Sitzungen. Mhm. Gesagt, das haben Sie nie gemacht bei ihm? Nein, oder? Ja nicht. Ja. Geht nicht. Gut, ich habe es auch gut gemacht. Ich war dann im Bundesrat. Das habe ich gar nicht können und nicht dürfen. Aber schon rechtlich hätten Sie gar nicht dürfen. Ja. Das ist ein Kunde. Und ich bin so, mich hat das Amt so beansprucht, oder? In dieser Kampfsituation, wo ich da war, wo jeder geschaut hat, dass man ihm das beistellen kann, habe ich gar keine Zeit und Kraft gehabt, um das zu machen. Das war also ein Vorteil. Aber, als ich zurückkomme aus dem Bundesrat, auch ins Unternehmen, bin ich nicht mehr. Und das hat sich sehr gelohnt. Wenn es dann nicht geht mit dem Sohn oder mit der Tochter, dann müssen sie es wegnehmen. Wenn sie sagen, jetzt gehe ich wieder rein, weil er kann es oder sie kann es nicht. Und da habe ich zum Glück keine solche Fälle gehabt. Aber jetzt gerade bei der Partei, wenn jetzt die Partei plötzlich die Strategie beschließen, wir gehen in die EU, Extremfall, könnten Sie sich dann zurückhalten? Nein, ich bin Parteimitglied, ich muss mich auch nicht zurückhalten. Da würde ich als Parteimitglied sagen, so, ich gehe nicht in die Versammlung, wo der letzte Entscheid gefällt wird, nämlich beim SVP-Parteitag und schauen, die Delegierten zu überzeugen von meiner Auffassung. Wenn sie es dann anders machen, dann würde ich sagen, bei so einer wichtigen Frage, jetzt gründe ich eine neue Partei. Das habe ich im Laufe meiner Zeit, am Anfang bin ich bei der Partei in Aussenseiter gewesen, oder? Habe ich ein paar Mal müssen machen. Ich habe gesagt, hört, wenn ein Abweicher von den Grundsatzfragen, nämlich sich einsetzen für eine unabhängige Schweiz, dass die Schweiz der Schweiz bleibt und ihr daneben rauskommt, dann muss ich sagen, dann habe ich in dieser Partei nichts mehr verloren. Dann gründe ich aber eine neue mit dieser Zielsetzung. Und von dem haben sie auch immer Angst gehabt. Aber es gibt ja gleich Fragen, die jetzt nicht gerade so Grundsatzfragen sind. So Sachfragen, oder? Ja, da gibt es kleine Sachen. Ja. Zum Beispiel ob jetzt beim Spielbankengesetz, wo die Jungen sagen, hey, wir wollen, da muss man Nein stimmen, es ist problematisch, Internetsperren einführen. Die haben ja recht, das ist problematisch. Und die anderen sagen, hört, wir haben
ein Spielbankengesetz angenommen in der Schweiz. Und das Schweizer Volk hat nur zugestimmt, wenn man nur in der Schweiz die Spielbanken hat und nicht noch Ausländer, die nachher die Abgaben rumkommen und so weiter. Das haben beide Argumente dafür. Aber wenn ich jetzt fanatisch für das eine oder das andere wäre, dann wäre halt die Partei für uns. Gut, haben wir ja letzte Woche gehabt, dass da eine Partei aufgebaut ist. Aber jetzt haben wir mal Unternehmenssteuerreform. Das ist jetzt der Vorschlag mit der AV. Wenn jetzt jetzt sagt die Strategiesitzung, ja, da finden wir eine gute Idee, wir machen damit eine AV. Und Sie haben jetzt eine andere Meinung, das weiß ich nicht. Was würden Sie machen? Ja, ich würde die andere Meinung vertreten. Das ist ja bei uns auch erlaubt. Als Delegierten, oder? Ja, als Delegierten. Und wenn es anders rauskommt, kommt es halt anders raus. Das ist ein interessanter Fall mit der Unternehmenssteuerreform. Das wird noch aktuell. Das ist das, also man liest es jetzt schon überall, wo abgelehnt worden ist vor einem Jahr, oder? Jawohl, ja. Unbestritten ist, dass wir so eine Reform machen müssen, weil man muss sehen, über 50% der Steuern bringen heute Unternehmen in der Schweiz. Über 50%. Ist das viel im internationalen Vergleich? Ja, das ist viel. Und die und da stehen wir vor der Herausforderung, weil im Ausland überall senken sie jetzt die Steuern für die Unternehmen, damit die Unternehmen eben Gewinn machen und die Arbeitsplätze gesichert werden. Nicht für die Unternehmer, nicht für die leider nicht, sondern auch nicht für die, die die Unternehmen gehören, sondern die Unternehmen selber. Also der Gewinn, der erwirtschaftet wird durch Produktion, Forschung, Entwicklung, Verkauf. Und jetzt haben wir in der Schweiz Holdinggesellschaften. Das heisst Gesellschaften, die im Ausland Produktionsgesellschaften haben. Und die liefern ihren Gewinn, den sie im Ausland machen, in die Schweiz, in die Holdinggesellschaften ab. Und die haben einen privilegierten Steuersatz. Die zahlen für das weniger Steuern, als wir mit Schweizer Unternehmern zahlen, wenn wir in eine Holding das Geld abliefern. Und das haben jetzt die EU-Länder vor allem, aber auch andere internationale, gesagt, das lassen wir nicht mehr zu, dass die Schweiz unsere Unternehmen, die bei uns sind, so privilegiert behandelt, dass, wenn ihr das macht, dann tun wir dann Tochtergesellschaften höher besteuern. Und dann könnt ihr dann schauen. Dann gehen dann die raus mit den Holdinggesellschaften. Darum müssen wir das machen, dass die gleiche Bedingungen haben wie die Schweizer Gesellschaften. Und dann hat niemand mehr etwas dagegen. Aber das gibt natürlich Steuerausfälle und dann gibt es an anderen Orten, wo man wieder schauen, weil sie wollen immer ausgleichen. Statt dass man würde sagen, dann haben wir halt weniger Steuern, mit dem kommen wir schon durch. Aber das wollen sie nicht. Also, wenn sie es ausgleichen und jetzt fragen den Stimmbürger, den Steuerzahler, ja, wer zahlt denn das? Was zahlen wir denn? Und das ist letztes Mal durchgefallen, wegen dem, weil die Steuerzahler haben nicht gewusst. Es ist niemand rausgekommen. Erstens niemand rausgekommen, man muss auch nicht rausgekommen. Aber er wollte wissen, wie viel Steuern zahle ich. Und dann haben sie gesagt, der Kanton macht nicht den Steuergesetz. Ja, wie sieht denn das Steuergesetz aus? Ja, so und so. Aber das sind Versprechen, oder? Das war nichts. Und der Bundesrat, jetzt auch der Bundesrat Maurer, alle, die sagen, das letzte Mal war es auch so. Die Kantone sind einverstanden. Ah, jetzt müssen wir es bringen, was das Volk. Die Kantone sind einverstanden. Wer sind Kantone? Finanzdirektor in diesen Kantonen. In der Steuerfrage müssen Sie nicht Finanzdirektor fragen. So, der Steuerzahler. Der Steuerzahler, der muss ja blechen. Und an dem ist es das letzte Mal gescheitert. Es ist nicht gescheitert, weil die Dividendenbesteuerung so ist oder weil die Linken gesagt haben, die zinsbereinigten Gewinnsteuer, da weiß ja niemand, was da ist. Also 99% die Linke wissen nicht, was da ist. Der Christoph Blocher muss weniger Steuern zahlen. Das ist doch ein Argument gewesen, ja. Ja, was sie mal stumm hat, aber gleich. Kannst du jedem sagen, er muss den anderen weniger Steuern zahlen, weil man weiss es ja gar nicht. Aber jetzt haben wir ja, glaube ich, einen genialen Vorschlag in Bern,
Mit AV, oder? Ja, jetzt kommt der ganz grosse Trick. Jetzt sind alle, also im Ständerat, sind alle für eine Lösung. Nämlich, die sagen, ja, wir machen die Unternehmenssteuerreform, aber wir müssen dem Volk auch etwas geben. Der breiten Masse. Nämlich, wir tun noch 2,2 Milliarden in die AV pro Jahr. Sie haben auch nicht gedacht, ja, haben da jetzt vor das Geld, dass sie sagen, dann geben wir das der AV. Nein, nein. Zu dem Zweck müssen die Lohnabzüge erhöht werden. 0,3%, oder? Die Hälfte der Arbeitgeber, die Hälfte der Arbeitnehmer, aber der Arbeitnehmer zahlt das gleich, indirekt, oder? Weil der Unternehmer sagt, ja, ich kann es nicht mehr Lohn erhöhen, weil ich muss ja das einzahlen. Dann gibt es eine Mehrwertsteuererhöhung, die auch die Leute wieder zahlen. Und noch Bundesgelder, die scheinbar zu wenig haben nach der Unternehmenssteuerreform, werden auch noch einzahlt. Also, es zahlen alle. Man weiss nicht, müssen wir wieder Steuern auch noch zahlen? Das weiss man nicht, bevor die Kantone ihre Sachen offenlegen. Man weiss sicher, dass es Lohnabzüge dann gibt, Mehrwertsteuererhöhung gibt. Also es zahlen alle. Und jetzt sagt man, jetzt kommt eben der Zaubertrick. Schaut mal, die AHV wird gesichert. Mit 2,2 Milliarden. Wir schenken euch das in die AHV. Dabei schenkt niemand etwas. Zahlt nur, dass man das Rentenalter dann müsste erhöhen für die Frauen auf 65. Das nimmt man weg, damit die Linken dafür sind und so weiter. Und man hofft, es schauen jetzt alle auf die AHV und stimmen dann den Steuern zu. Das ist der Zaubertrick. Beim Zaubern ist eine Kunst die. Da muss ja einer... Zauberer gewesen früher, oder? Jawohl, ja, ja. Ich habe zaubert, also für Kinder, oder? Nein, nicht da. Da müssen sie immer schauen, dass sie etwas machen, sehr visuell, und da die grosse Glocke, schauen Sie mal da, und dann in dieser Zeit hinter dem Rücken machen sie... Das kann ich nicht führen. Jawohl, ja, und dann schauen Sie mal, da ist es, oder? Und das ist genau der Zaubertrick. Jetzt hoffen sie, es schaut niemand mehr auf die Unternehmenssteuerreform, es schaut niemand mehr, wie viel dass man dort mehr oder weniger zahlt, sondern es schauen alle nur noch auf die AHV. Und auch niemand schauen, ob es jemand zahlt, sondern einfach sagen, ja, in der AHV haben wir mehr Geld und dann werden die Rente sicherer. Ja, aber gleich, es ist doch ein Ansatz, dass man durchkommt an der Volksabstimmung. Ja, wenn der Zaubertrick auffliegt, geht es durch. Und also da glaube ich nicht, dass die den Zaubertrick durchheben können bis am Schluss. Also, das wollen wir auch. Gut, wenn sie ihn schon jetzt verraten, ist ja klar. Ja, 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 ja. Das muss ihn ja. Weil wir müssen eine gute Steuerreform haben, damit die Wirtschaft gesichert werden kann. Die ist wichtig, oder? Ja, ganz wichtig. Und dann muss man die AV sanieren. Da kann sein, dass es so 2,2 Milliarden in dem Sinn braucht. Kann ja sein. Langt ja nie nichts. Muss man das Rentenalter erhöhen von Mann und Frau gleich. Das ist ja heute selbstverständlich, oder? Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Jetzt kann man noch einen politischen Trick machen, der aber tragbar ist. Wir sagen, wir gehen noch, also die Linken zum Beispiel, gehen noch bei der Unternehmenssteuerreform, wir gehen noch bei der AV, aber beides wird separat an die Turne gebracht. Und beides tritt nur in Kraft, wenn das andere auch in Kraft tritt. Dann geht's. Aber jetzt sich zusammenbinden, in eine Vorlage, da kannst du nicht mehr Ja oder Nein sagen zu der AV-Reform oder zu der Unternehmenssteuerreform. Weil das ist ein Päckchen, oder? Wann ist die Abstimmung? Ja, wahrscheinlich das nächste Jahr, Mitte Jahr oder so. Sie ist jetzt im Erstrat und... Also im Ständerat, glaube ich. Ständerat, ja. Ja. Machen wir einen Themenwechsel, ganz aktuell, gehen wir auf Amerika durch, aber eines für unsere Lieblingsthemen. Ist doch schade, dass der Nordkoreaner und der Trump nicht zusammenkommen, oder? Ja, begriffen. Sie haben ja, das ist ja ziemlich Aufsehen erregt, dass jetzt endlich die beiden der Kim Jong da, Protagonisten, ja, oder? Die beiden Atommächte jetzt zusammenkommen. Und Amerika hat gesagt,
wir verlangen, dass ihr die Atomwaffen wegtönt, weil der kann mit seinen Atomwaffen amerikanisches Territorium treffen. Und Amerika hat ja mit Erfolg, also nicht nur der Trump, auch das Verteidigungsministerium, hat gesagt, los, wenn ihr nur ein Quadratmeter amerikanisches Territorium trefft, dann werden wir euch ausradieren. Also da gibt es nichts zu rütteln. Und unter dem Druck hat der Nordkoreaner gesagt, gut, also... Eben, da gehst du die Anlage. Da drüber, ja, oder? Die Anlage hat das ja, und er hat natürlich auch wirtschaftliche Probleme. Sagt er, dann hören wir Wirtschaftssanktionen und so. Hört auf und wir sind wieder ein angesehenes Land. Und das hat ja alles Hintergrund. Heute werden ja vor allem Kriege geführt mit Wirtschaftssanktionen, oder? Also das ist ein altes Mittel. Die Brotsperre hat man gesagt im Mittelalter. Und der Zwingli hat immer gesagt, Zürcher Reformator, die grausamste Art, Krieg zu führen, ist die Brotsperre. Weil da verliert der, der angreift, nie Menschen und muss nichts opfern. Aber er lässt die anderen an sich verhungern. Und heute führt man es so. Sie sehen ja, Iran, dann im Nahen Osten, jeder droht dem anderen. Der Trump sagt also Russland und so. Und jetzt wegen der Krim macht die EU auch gegenüber Russland. Das ist Wirtschaftssanktionen. Und Nordkorea hat auch unter dem Druck eingeleitet. Und jetzt ist einfach die Frage, traut man dem, oder? Das ist ja immer eine Frage, kannst du versprechen. Nein, ich höre auf, ich tue alles zerstören. Hat noch gezeigt, wie er dort zerstört. Aber je näher das jetzt gekommen ist, desto mehr hat er wieder das Vertrauen verspielt, indem er USA massiv angegriffen hat und gesagt hat, der Außenminister sei ein Hohlkopf oder weiß ich was. Dummkopf, ja, weißt du, so da, ja. Dummkopf, oder? Der, Amerika ist jetzt zum Schluss gekommen, wenn wir uns treffen, sieht das so nach Harmonie aus in der ganzen Welt, alle haben Freude, oder? Man hat ja gern, wenn die Leute schnurren, statt einander angreifen, begreifen es. Aber am Schluss haben wir einen Scherbenhaufen. Am Schluss kommt gar nichts raus, als das wir geredet haben. Und er macht fröhlich weiter. Und wir müssen möglich noch Konzessionen machen. Also es ist gescheiter, wenn wir jetzt uns nicht treffen. Was also nicht weltbewegend ist. Jetzt gilt das mal nicht. Warten wir halt mal. Und Trump hat es so interessant gemacht. Er hat ihm ja ganz einen freundlichen Brief geschrieben. Also so gelobt habe ich noch nie gehört, dass einer macht. Aber sagt, los, aber treffen können wir uns nicht. Mit dem, was jetzt hier abgelöst ist, haben wir Vertrauen nicht. Haben wir hoffen, es kommt wieder mal zustande. Genau, also nicht aufgeschoben. Wie heißt das schon? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ist nicht aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ja. Noch ein Wort. Ein ehemaliger Nationalratskollege von Ihnen ist gestorben diese Woche, der Pfarrer Ernst Sieber. Den haben Sie noch gut gekannt, oder? Ja, der. Ja, ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Also ich war nicht befreundet mit ihm. Also, ja, per Du war er wahrscheinlich mit allen. Oder? Ich habe ihn gut mögen. Und es haben immer Leute gesagt, wieso mögen sie den so gut? Ich habe mal eine Radiosendung mit ihm zusammen gemacht. Schweizer Radio ist er, glaube ich, am Sonntag, ja. Am Morgen. Das ist ja eine alte Sendung, glaube ich. Persönlich heißt es, ja. Persönlich, ja. Und da habe ich mit ihm zusammen mal so eine Sendung bestritten. Wir haben einander insofern nachgestanden, weil wir einen ähnlichen Lebenslauf haben. Er sagt immer, er sei Bauernknecht gewesen, er hat auch Landwirtschaftslehre gemacht, wie ich. Er war also auch ausgebildeter Bauer. Er ist sogar aufgewachsen, wenn man hinterher schaut, auf der anderen Seite. Horgen, ja, oder? Ja, da gut, einen, oder? Gut, ich habe ja nicht hier aufgewachsen. Ja, aber man sieht es jetzt im Bild. Ja, gut. Und er ist nachher ist er Theologe geworden, ich bin Jurist geworden, ich bin Unternehmer gewesen. Und im Grunde genommen haben wir immer das Gleiche gemacht. Nämlich gegen die Randständigen gekämpft. Nein, er ist ja für die Randständigen gewesen. Ja, also gegen die Etablierten, oder? Einfach, er hat sich der Randständigen angenommen. Ja. Und das hat man mit ihm können besprechen und hat daran erkannt. Er hat gesagt, und ich als Unternehmer muss schauen, dass es keine Randständigen gibt.
wenn Unternehmen funktionieren und die Leute können arbeiten, und ich habe 3000 Leute, die hier arbeiten können, und die ein geordnetes Einkommen haben und ein geordnetes Leben, werden die nicht randständig. Aber wenn sie das nicht haben, dann versinkt sie in der Armut. Und dann muss ja einer für die schauen. Das hat er gemacht. Also er hat die Fortsetzung gemacht von ihrer Arbeit. Wir, ja, ja. Haben wir gesagt, wir ergänzen doch uns. Und da hat er durchaus Verständnis gehabt. Jetzt ist ihm ja vorgeworfen, er macht eine riesen Show. Und da ist nicht alles so super. Hat er dann auch Finanzskandal gehabt. Natürlich, wenn es so soziale Institutionen ist, da sind die Leute gekommen und haben das Geld in den falschen Kanälen geleitet. Und da war er jetzt nicht so gewachsen. Er war ja nicht ein, ist eben kein Unternehmer gewesen. Er hätte ja nicht müssen Unternehmer sein. Er hätte müssen der Anständigen helfen. Und darum haben wir ein gutes Verhältnis gehabt. Und ich habe ihn immer gut mögen. Und ich habe ihn auch in Schutz genommen, wenn er angegriffen war. Ja, die Show, sage ich ja. Er muss ja ein bisschen Schau ablassen. Er muss ja schauen, dass er auch Spenden bekommt. Er hat ja von Spenden gelebt. Und es haben also viele reiche Leute haben ihn unterstützt. Mhm. Er hat dann das Geld von einem zahlen. Und dann hat dann der Sozialbetrieb hat dann nicht so gern gehabt, da die amtlichen. Das etablierte, ja, ja. Ja, er ist gegen das Bürokratenzeug gewesen und die haben gefunden, ja, der kommt gross raus und wir, die hier als Beamte die Arbeit machen, ja, wir sind ein bisschen im Hintergrund. Dabei schauen wir ja auch das, was wir da müssen. Also, das war die eifersüchtige Laie gewesen. Nein, also. Er war eine Bereicherung der Welt gewesen. Und wir hatten keinerlei Widersprüche gehabt. Auch theologisch nicht, oder? Nein, theologisch habe ich mit dem eigentlich nicht so geredet. Nein, also theologisch haben wir uns gedacht, er hat ein grosses Gottvertrauen gehabt im Laufe der Welt. Und ich auch. Also, ein schönes Schlusswort von der heutigen Tele-Blocher-Sendung aus Herliberg. Freut mich wieder, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.